Nun lassen Sie über die Frage nach der Zukunft der Waldorfpädagogik nachdenken und Herr Heffner aus Dornach bitten, seine Gedanken darüber mitzuteilen. Herr Heffner! I have my college degree in raising and lowering microphones. Thank you very much, yes. Ja, einen schönen guten Abend. Ich gestehe, ich bin noch ganz in der Wolke. Ich habe noch selten so eine Symphonie gehört, die immer weiter und weiter geht. Also, schönen guten Abend und hello to the cousin from Harrisburg. Ich will eigentlich was ganz Unmögliches versuchen, nämlich über die Geschichte aus, die Geschichte der und hinter der Waldorfschule und über die Zukunft zu Ihnen zu sprechen und das alles in relativ wenig Zeit. Lassen Sie mich das so versuchen. Also erstmal würde ich gerne sagen, 100 Jahre, das ist eigentlich nichts. Wir fangen eigentlich erst an. Was fängt an? Erlauben Sie mir, dass ich versuche, Sie in einen sehr großen Gedanken zu nehmen, indem ich zugleich ein bisschen versuche zu sagen, was steht hinter der Waldorfschule, der Waldorfpädagogik, wie ist es historisch entstanden? Und ich fange, wenn Sie erlauben, bei Adam und Eva an. Also die Religionen, die Kulturen der Welt erzählen diese Geschichte unterschiedlich. Aber ich erzähle sie jetzt in den Bildern der Bibel. Es ist so, dass es eine Zeit gab, wo wir Menschen mit allem verbunden war. Eine Zeit der Allwahren, eine Zeit der Alleinheit. Übrigens etwas, was man noch erleben kann, wenn man, wie ich das zum Beispiel in Papua-New-Guinea durfte, Menschen erlebt, die noch ganz in Verbindung leben mit den Bäumen, mit dem Wasser, mit den Bergen, wo das nicht H2O ist oder einfach Holz, sondern wo das eine Wesenheit ist, mit der man in Verbindung steht. Alles mit allem verbunden. Und die Bibel erzählt die Geschichte dann so, es gab überhaupt nur ein Gebot in dieser Welt, nämlich esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Was haben die ersten Menschen getan? Genau dieses, vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und damit tat sich ein Riss auf zwischen Ich und Welt. Plötzlich war diese Einheit zerrissen. Und die Menschen sind wie rausgefallen aus dieser Einheit. Und dann hat etwas begonnen, wo wir heute sehr weit gekommen sind, nämlich wir stehen der Welt wie von außen, erkennend gegenüber, Gegenstandsbewusstsein. Dieses Ding hier, das unterscheide ich von mir. Und dieses Subjekt-Objekt-Bewusstsein, dieses Gegenstandsbewusstsein, das hat uns ermöglicht, auch die ganze Welt der modernen Wissenschaft und vieles andere mehr, hat uns auch ermöglicht, die Freiheit, die wir so notwendig brauchen und wollen, in der Welt frei zu stehen und selbst zu entscheiden, was wir tun. Und wir merken aber, wie wir auf dem Weg etwas verloren haben. Wir haben den Zusammenhang verloren. Wir haben die Verbindung verloren. Und wir sind dabei, diese Welt zugrunde zu richten. Und uns selbst und die Gesellschaft dazu. Wir zerstören die Erde, wir zerstören das Klima. Wir zerstören auch die menschliche Gesellschaft. Lassen Sie mich das offen aussprechen. Ich finde zum Beispiel, wenn 8 Menschen so viel besitzen, in Geldwert ausgedrückt, wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammengenommen, also 3,7 Milliarden Menschen zusammengerechnet, dann stimmt etwas nicht. Wir können so viel. Wir sind nicht bereit, diese einfachen Probleme nicht lösen. Und wir sehen aber ganz deutlich, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo es so nicht dauerhaft weitergeht. Auf immer mehr Feldern fahren wir auf einen Abgrund zu. Klima, ökologische Krise ist nur eins. Soziale Krise, Finanzmärkte, die Geldblase. Ich will das alles, kann das jetzt gar nicht vertiefen.
und vieles andere mehr. Die Menschen spüren, dass das, was uns bis hierher gebracht hat, nicht weiterträgt. Und jetzt ist die Frage, ich sage es mal mit Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist hat gesagt, das Paradies ist verschlossen. Der Cherub steht dafür, also dieser Engel steht davor. Nun müssen wir den Weg einmal um die ganze Welt herum antreten und sehen, ob es von der anderen Seite wieder einen Eingang gibt. Auf diesem Weg sind wir Menschen unterwegs. Und mit von der anderen Seite ist gemeint, ob diese Verbundenheit, diese Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, dieses All-Eins-Sein, das wir früher wie gegeben hatten, aber nicht bewusst, nicht wach, sondern träumend, schlafend, ob wir das im Bewusstsein erkennend, in Freiheit wiederfinden können. Also finden wir die Verbindung zur Erde, können wir mit der Erde, mit dem Boden so umgehen, dass wir ihn nicht zerstören, nicht auslaugen, nicht vergiften, sondern dass wir seine Fruchtbarkeit stärken, wie zum Beispiel in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Können wir in der Erziehung so mit der Pädagogik umgehen, dass wir nicht Fächer unterrichten, nicht Stoff unterrichten, sondern dass wir Menschen bilden und ihnen helfen, kräftige, fähige, freie, starke, liebevolle, soziale Menschen zu werden, die ihr ganzes Potenzial entfalten, für sich und für die Welt. Das ist die große Frage, die hinter der Waldorfpädagogik steht. Und dahinter steht auch Rudolf Steiner, der ja als ein großer spiritueller Lehrer auftrat, der zunächst mal Naturwissenschaften studiert hat, Philosophie studiert hat, sich beschäftigt hat mit der Frage, was können wir überhaupt erkennen als Menschen und wie können wir erkennen? Und dann sich mit der Frage beschäftigt, wie kann dieses Erkennen über die Erkenntnis des Gewordenen, des Toten, des Vergangenen hinaus entwickelt werden in das Lebendige hinein, in das Geistige hinein, in das, was jenseits des Materiellen liegt. Das hat er entwickelt in seinem ganzen Lebenswerk. Und in den letzten 7 Jahren seines Lebens ist er, der vorher für viele ein geistiger Lehrer war, der in Bereichen Wissenschaft, Kunst, Religion ganz viel auf die Erde gebracht hat, plötzlich jemand geworden, der sich ganz und gar in die soziale Frage gestürzt hat. Das übrigens ist in meinen Augen ein Wesensmerkmal von Anthroposophie, die keine Religion ist, keine Weltanschauung, sondern die eine Haltung ist der Welt und den Menschen gegenüber. Und die sich unterscheidet von allen anderen spirituellen Wegen dadurch, dass sie nicht Weltflucht, weltabgewandt und nicht Seligkeit für mich sucht, sondern dass sie die Verbindung mit den anderen, mit der Welt sucht, oder wie Rudolf Steiner das ausgedrückt hat, einen Schritt in der inneren, in der geistigen Entwicklung und 2 oder 3 Schritte in der äußeren, moralischen, sozialen Entwicklung für die anderen und für die Welt. Dann hat Rudolf Steiner Dornach, den Ort, an dem ich jetzt lebe, verlassen, 1919, und ist nach Stuttgart gegangen und hat dort eine Bürgerbewegung aufgebaut, eine zivilgesellschaftliche Bewegung, könnte man sagen. Er wurde Aktivist und er kam an in Stuttgart am 20. April. Er hat am 20. April abends einen Vortrag gehalten, am 21., am 22., am 23. sprach er vor den Arbeitern der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Er sprach übrigens vor den Arbeitern bei Bosch, bei Daimler, bei Kindelbräu, bei allen großen Firmen, die es damals gibt. Es waren die Arbeiter, die ihn eingeladen haben, weil die Arbeiter litten unter den damaligen Verhältnissen und weil sie die Welt ändern wollten. Rudolf Steiner sprach da über die Wege, wie das geht. Und Sie müssen sich eines versuchen, ins Bewusstsein zu rufen. Diese Bewegung, die 1919 dann in Stuttgart sozusagen auf die Erde kam, die hat bei Rudolf Steiner gedanklich 1917 begonnen. Sie hat begonnen, als ganz Europa im Krieg lag, gegeneinander, und ihm klar war, wir brauchen starke Ideen, wie es weitergehen kann, wie wir die Gründe, die uns in diesen Krieg geführt haben, überwinden können. Sonst kommt Europa nicht raus aus diesem Krieg. Und das Zweite war im Jahr 1917, Vereinigte Staaten von Amerika, Woodrow Wilson, 14 Punkte, Ende der Splendid Isolation, die Entwicklung eines Programms, wonach die ganze Menschheit selig werden soll, wenn sie diese Punkte, die zusammengefasst amerikanisches Denken formuliert haben, beachtet und umsetzt. Und Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. Also zum ersten Mal Verlassen der Splendid Isolation, Eintritt in den Krieg in Europa. Und gleichzeitig in Russland, Märzrevolution, Oktoberrevolution, Abdankung des Zaren, Bürgerkrieg, Sieg der Bolschewisten,
Ausrufung des Sozialismus oder Kommunismus. Und da hat sich etwas gebildet, was bis heute und was das ganze 20. Jahrhundert über die Menschheit wie in zwei Lager gespalten hat. Wie zwischen diesen großen Mühlsteinen wurde die ganze Zeit jeder Konflikt irgendwie zerrieben. Und es wurde immer so getan, es gäbe entweder das eine oder das andere. Also entweder Freiheit über alles. Amerika, Freiheitsstatue in New York. Die Freiheit als oberster Wert, Gleichheit, naja, wenn der eine, der am meisten verdient hat, im letzten Jahr 2,7 Milliarden verdient und die anderen nicht wissen, wie sie zu Weihnachten noch ein Geschenk für die Kinder kaufen sollen oder die Familie nächste Woche ernähren. Also Gleichheit nicht so stark und Brüderlichkeit eigentlich gar nicht, sondern Kampf aller gegen alle, Konkurrenz, Profit. Und im Osten das genaue umgekehrt, eine Art Zwangsbrüderlichkeit, Kommunismus, Sozialismus genannt, in der es keinerlei Freiheit gibt, noch nicht einmal die Freiheit der Meinungsäußerung, der jeder Mensch zum Befehlsempfänger eines Regimes wird, das ihm sagt, was er zu tun hat. Keinerlei Freiheit mehr. Da wird der Mensch, wurde der Mensch wie zerrissen, die Gesellschaft, die Menschheit zerrissen. Und Rudolf Steiner hat an diesem Punkt gesagt, wir brauchen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und hat gezeigt, wie die drei zusammengehören, wie sie einander bedingen. Und hat die Idee einer Gesellschaft entwickelt, die auf diesen beiden, auf diesen drei Grundbegriffen aufbaut. Freiheit vor allem im geistig, wissenschaftlich, kulturellen, religiösen, künstlerischen und so weiter Bereich. Gleichheit als Voraussetzung auch der Demokratie, Gleichheit im Rechtsbereich, im staatlichen Bereich, wo wir einander als Gleiche begegnen, keiner unterworfener sein darf unter den Willen eines anderen. Und Brüderlichkeit da, wo wir tätig sind, füreinander. Denn das ist eigentlich der Kern des Arbeitens. Es arbeitet doch kein Mensch für sich, auch wenn wir uns das immer einbilden. Wir meinen, wir arbeiten für uns, fürs Einkommen, für unser Auto, für unser Haus, für unsere Rente. Wir arbeiten in Wahrheit für andere. Die Lehrer unterrichten andere, die Kinder. Der Bäcker, der Brötchen bäckt, bäckt sie nicht für sich. Er könnte sie gar nicht essen, er bäckt sie für andere Menschen. Also Arbeit ist immer Arbeit für andere. Da wirkt die Geschwisterlichkeit, die Brüderlichkeit längst. Die Wirklichkeit ist viel weiter als wir. Wir fassen das mit alten Begriffen aus dem 19., aus dem 18. Jahrhundert. Teilweise auch aus dem 20. Wenn wir das ernst nehmen, und diesen Griff Rudolf Steiners, diesen Versuch, jetzt lebendige, wirklichkeitsgemäße Begriffe zu entwickeln für ein Wirtschaftsleben, in dem die Menschen füreinander tätig sind, für ein Rechtsleben, das auf dem Boden der Gleichheit, auf freien Vereinbarungen und auf einer lebendigen Demokratie basiert, und für ein freies Geistesleben in Selbstverwaltung, dann haben wir die Idee, aus der heraus die Waldorfschule geboren wurde. Denn am 23. April 1919 hielt Rudolf Steiner diesen Vortrag vor den Arbeitern der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Und das war ja nicht so wie hier, so ein wunderbarer Saal wie in der Leisthalle. Es war überhaupt kein Saal. Es gab gar keine Stühle. Es waren 1100 Menschen, die saßen auf den Tabakballen, denn Rudolf Steiner sprach im Tabaklager. Es war der einzige Ort, der groß genug war, um 1100 Menschen zu fassen. Und die Leute rauchten übrigens, ich finde das gar nicht so schlimm, dass das eine Zigarettenfabrik war, ich finde das wunderbar. Die rauchten, aber sie rauchten nicht Waldorf Astoria, weil sie das gar nicht bezahlen konnten, sondern sie rauchten Eichen, einheimische Laubblätter und es staubte im Tabaklager und er hatte kein Mikrofon, keine Lautsprecher. Und trotzdem sprach er 1,5 Stunden frei und die, die da rauskamen, die hatten alle das Gefühl, das ist es, das ist der Weg, der jetzt in die Zukunft führt. 12.000 Menschen haben in den nächsten Tagen eine Unterschrift, eine Forderung unterschrieb Rudolf Steiner in die Regierung, bis Rudolf Steiner das bekannt wurde, und er gesagt hat, stopp, das ist ein Missverständnis, ich will nicht an die Regierung, ich will diese Gedanken unter die Leute bringen. Und Sie müssen sich klar machen, das war noch Kaiserreich, bis vor einem halben Jahr. Und die Menschen waren überhaupt nicht gewohnt, in Freiheit Gesellschaft zu gestalten, sondern sie waren Befehlsempfänger, egal ob im Militär, in der Wirtschaft, wo immer, es gab immer einen Eigentümer, einen Boss, einen Direktor und die anderen waren unterworfen unter deren Willen. Rudolf Steiner sprach jetzt von Selbstverwaltung, Geistesleben, Rechtsleben, Wirtschaftsleben. Und am Abend nach diesem Vortrag kamen die Arbeiter zu ihm und sagten, zu ihm und Emin Mold, und sagten, können wir nicht eine Schule haben, auf der wir lernen, so lebendig zu denken und zu handeln, wie Sie das können, aber wie wir das alle nicht mehr lernen werden.
Und dann fiel die Entscheidung, eine Schule zu gründen. Emil Molt hat gesagt, wenn Rudolf Steiner die Leitung übernimmt, dann wird er die Schule gründen. Zwei Tage später haben sie das Konzept geschrieben. Am 13. Mai saßen sie beim Kultusminister, haben das fertige Konzept vorgelegt und das war völlige Revolution. Sie müssen sich das deutlich machen. Buben und Mädchen zusammen, das gab es nicht. Arbeiter und Kinder von Praktikanten, von Wissenschaftlern, von Professoren zusammen in einer Schule, das gab es nicht. Eine Schule in Selbstverwaltung, ohne Direktor, kein Chef, das gab es nicht. Eine freie Schule, und das ist eine häufige Frage, was ist die Waldorfschule eigentlich? Ist sie staatlich oder ist sie privat? Nein. Die Waldorfschule ist keine staatliche Schule, aber sie ist eben auch keine Privatschule, ganz bewusst nicht. Rudolf Steiner hat eine neue Eigentumsform geschaffen, die es auch nicht gab bis dahin. Fragen Sie sich mal, wem gehört eigentlich eine Waldorfschule? Sie gehört nicht dem Staat. Aber Sie werden keinen Eigentümer finden, der sagen kann, das ist meine Schule und ich werde sie meinen Kindern vererben oder ich werde sie verkaufen an den Meistbietenden. Das geht nicht. Sondern das ist etwas, Rudolf Steiner nannte es neutralisiertes Kapital. Das ist eine Form, wie man eigentlich Unternehmen, also ein Kapital, mit dem man arbeiten kann, befreit. Sowohl von Staats- als auch Privateigentum und zur Verfügung stellt für Menschen, etwas damit zu machen. Die Waldorfschule ist da für die, die in der Waldorfschule tätig werden wollen. Und dann werden die alt, die Kinder werden früher alt, nein, die Kinder verlassen früher die Schule, die Lehrer werden früher alt, die Kinder später. Und dann kommen neue und arbeiten in dieser Schule weiter. Nutzungs-, Treuhand-, Verantwortungseigentum. Sehen Sie, warum spreche ich davon? Weil damals diese Ideen sich noch nicht durchsetzen konnten. Rudolf Steiner sprach von einer furchtbaren Denkschwäche auf Seiten der Arbeiter, die ja mit 14 anfangen mussten zu arbeiten und nie richtig denken gelernt haben. Er sprach von einer entsetzlichen Willensschwäche auf Seiten der gebildeten Kreise, die alles denken und diskutieren konnten, aber es hatte nie irgendwelche Konsequenzen. Und heute sind wir nochmal 100 Jahre weitergegangen in dieser Entwicklung. Wir sind an einem Punkt, wo wir deutlich sehen können, wenn wir zum Beispiel im Hinblick auf den Umgang mit Geld und Eigentum, auf die Verteilung von Arm und Reich, wenn wir im Hinblick auf den Umgang mit der Natur, mit der Erde, mit anderen Menschen auf anderen Kontinenten, die für uns tätig sind, aber die in schrecklicher Armut leben, während wir hier in Saus und Braus leben dürfen, wenn wir im Umgang damit nicht neue Wege finden, andere Wege, Wege, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verbinden, mache ich mir Sorgen um die Zukunft der Menschheit. Und als diese Idee zwar in Stuttgart, in Reutlingen, Esslingen, Tübingen und so weiter unglaubliche Kreise zog, aber dann sehr bald beendet wurde von den alten Kräften und Ideologien, da sagte Rudolf Steiner, jetzt müssen wir anders vorgehen. Jetzt müssen wir Musterinstitutionen gründen, denen die Menschen das ablesen können, was sie dem bloßen Gedanken noch nicht zu entnehmen vermögen. Die erste solche Musterinstitution war die Waldorfschule. Und jede Waldorfschule ist ein Versuch, nicht nur anders Schule zu machen, sondern jede Waldorfschule ist ein Versuch, Denken, Fühlen und Wollen zu verbinden. Jede Waldorfschule ist ein Versuch, Freiheit in der eigenen Entwicklung zu verbinden mit Verantwortung für die Welt. Jede Waldorfschule ist ein Versuch, so auf die Wirklichkeit, so auf die Welt zu schauen, so auf andere Menschen, auch auf meine Mitschüler zu schauen, dass ich nicht an der Hülle, an der Außenseite kleben bleibe, an der Hautfarbe, an der Haarfarbe, an irgendwelchen Äußerlichkeiten, sondern dass ich durchschauen kann zum Wesen des Anderen. Und jeder Waldorflehrer steht vor dieser Frage, ich bin selbst Waldorflehrer gewesen, wie kann ich durch das, was mir da begegnet in dem Kind, durchschauen auf das, was als Möglichkeit in ihm liegt und was werden will in diesem Kind und wie kann ich ihm helfen, das zu werden, was seine größte, seine beste Möglichkeit ist. Das ist Waldorfschule, die Zukunft in die Gegenwart bringen, nicht Vergangenheit verlängern. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Menschen mehr und mehr spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe das angedeutet. Und wenn dann keine Ideen da sind, wie es weitergehen kann, tragfähige, glaubwürdige Ideen, dann macht das den Menschen Angst. Wenn die Menschen Angst haben, dann werden sie eng, dann werden sie kalt, dann ziehen sie sich zurück, dann werden sie aggressiv, dann suchen sie Schuldige, dann suchen sie Opfer. All das beobachten wir zurzeit weltweit. Und ich nenne nicht die Namen, das ist gar nicht nötig. Wir beobachten diese Reaktion.
Und das Allernotwendigste, was wir heute brauchen, ist keine Angst und keine Schwäche und nicht dieses, wie das Kaninchen auf die Schlange starren, sondern diese innere Kraft, die Verhältnisse zu durchschauen und aus eigener innerer Gestaltungskraft dazu beizutragen, die Welt zu verändern. Meine Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde, es ist sehr gut und wichtig, Geschichte zu lernen und zu verstehen. Denn dieses Buch beschreibt den Boden, auf dem wir stehen. Aber noch wichtiger ist mir, Geschichte ist ein Buch, das wir selber schreiben. Das heißt, unendlich viele Menschen waren tätig, bis wir hier sein können, diese Freiheit, diese Möglichkeiten haben. Auch, dass es diese Waldorfschulen gibt, das war das Werk ganz weniger Menschen. Und heute gibt es sie überall auf allen Kontinenten der Erde. Woran man übrigens wieder mal erkennt, dass nicht nur die Verhältnisse die Menschen bestimmen, sondern vor allem die Menschen die Verhältnisse. Es gäbe das nicht, wenn nicht ein paar Menschen sich entschlossen hätten, das zu tun. Und heute immer mehr Menschen immer wieder sich entschließen, das zu tun. Mein Wunsch wäre, dass wir diese 100 Jahre nicht so einfach abhaken, uns auf die Schulter klopfen und sagen, gut, dass es uns gibt, sondern dass wir an ein paar Punkten, dass wir sozusagen einen Luftholen nehmen, wie einen Aufschwung nehmen, um große Schritte in die nächsten 100 Jahre zu gehen. Und dazu gehört in meinen Augen erstens, es gibt eine gewisse Neigung bei uns, dass wir sozusagen einer Nische, in der wir uns eingerichtet haben und gut existieren können, dass wir damit uns begnügen. Dass wir meinen, das schon wäre es. Es gibt auch eine gewisse Neigung zu einer Spezialsprache, die draußen kaum noch jemand versteht. Und eine Neigung, eigentlich nur noch untereinander zu kommunizieren, nicht mehr genügend mit den anderen. Ich meine, Waldorfpädagogik gehört nicht nur in die Waldorfschule, sondern gehört in die großen pädagogischen Bildungs- und Erziehungsdebatten dieses Landes und dieser Welt. Für einen Moment auch den Gedanken fassen, dass mehr gemeint war, auch wenn das jetzt furchtbar klingen mag, ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch, mehr gemeint war damals als nur die Waldorfschule. Rudolf Steiner sagte, ich sage es jetzt verkürzt, bei der Gründung der ersten Waldorfschule in der Festansprache, sagte er, betrachten Sie bitte diese Gründung als nicht erfolgt, wenn sie nicht der Auftakt ist zur Befreiung des Bildungswesens insgesamt. Damals war es nötig, vom Klerus, von der Kirche und vom Staat das Bildungswesen zu befreien. Heute ist es immer notwendiger, es von der Wirtschaft zu befreien, von ökonomischen Einflüssen, wo von außen in die Schule hereingetragen wird, wie man die jungen Menschen haben will, was man von ihnen haben will. Es geht umgekehrt darum, die jungen Menschen zu befähigen, die Verhältnisse zu verwandeln und die Welt aus Freiheit zu gestalten. Und das Dritte, was mir wichtig wäre, wäre, dass wir nicht nur Waldorf machen, für die, die den Weg zu uns finden und es sich leisten können. Ich sage Ihnen ein ganz kleines Beispiel. Meine Frau ist auch Waldorf-Erzieherin, also nicht Lehrerin, sondern Waldorf-Erzieherin, hat einen Waldorf-Kindergarten aufgebaut und gelernt. Aber dann kam sie durch das Schicksal in die Situation, dass sie gefragt wurde, einen Kindergarten der Gemeinde zu gründen, in der wir gelebt haben. Und das hat sie gemacht. Und es gab eine einzige Auflage. Der Bürgermeister hat gesagt, Sie dürfen niemals sagen, dass das Waldorfpädagogik ist. Aber was ist passiert? Dieser Kindergarten hatte 8-mal so viel Anmeldungen, wie er Kinder nehmen konnte. Und die Kindergärten in der Umgebung haben alle geklagt, dass bei ihnen die Kinder abgemeldet werden. Und er wuchs jedes Mal, jedes Jahr und bekam immer mehr Gruppen. Und irgendwann war die Frage, warum ist unser Kindergarten so toll? Und dann begann meine Frau darüber zu reden. Am Schluss, als sie aufgehört hat, war die Gemeinde stolz und hat geschrieben, wir hatten den ersten öffentlichen Waldorf-Kindergarten in Deutschland als Gemeindekindergarten. Aber was passiert ist, was mir viel wichtiger ist, ist, meine Frau hatte in diesen 10 Jahren 1/3 türkische Kinder, ganz viele Flüchtlingskinder, viele Kinder, die nie die Waldorfschule gewählt hätten, weil sie nie davon erfahren hätten. Und es ging total gut und es ist aufgeblüht und gewachsen. Waldorfpädagogik ist nicht Pädagogik für ein paar Menschen, die das Glück haben, sich das leisten zu können oder davon zu wissen, sondern Waldorfpädagogik ist eigentlich Pädagogik für alle und für die ganze Welt.
damit jetzt niemand Angst bekommt, schon gar nicht der Staatsrat. Ich meine das nicht im Sinne einer Übernahme irgendwie durchmachen. Das haben wir ja abgeschafft. Wir sprechen ja von einer Entmachung. Sondern durch Diskurs, durch Beispiel, durch Überzeugung. Und da würde ich mir als letztes noch zwei Dinge wünschen. Ich weiß, jetzt setze ich mich total in die Nesseln. Ich würde mir noch wünschen, dass in der Waldorfschule wieder mehr kräftige und starke Anthroposophie wirkt. Und damit nenne ich keine Glaubenshaltung, sondern diese Qualität, alles, was ich tue, nicht nur in dem gewöhnlichen Bewusstsein, sondern in einem tief vertieften, spirituellen, meditativ erweiterten Bewusstsein zu entwickeln und zu begründen. Und ich würde mir als allerletztes wünschen, dass wir in die Lage kommen, unsere Lehrer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Schulen so gut zu bezahlen, dass es auch in dieser Hinsicht mal richtig attraktiv wird. Alle